Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, Sie heute zu einer neuen Ausgabe des D-Talk in D24TV begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Dr. Jochen Pimpertz. Er ist beim IW Köln Leiter des Kompetenzfeldes öffentliche Finanzen, soziale Sicherung und Verteilung. Herzlich willkommen, Herr Dr. Pimpertz. Einen schönen guten Tag und danke für die Einladung. Herr Dr. Pimpertz, wir führen das Gespräch heute, weil Sie vor kurzer Zeit ein Thesenpapier veröffentlicht haben, in dem gefordert wird, dass die ältere Generation sich stärker an der finanziellen Bewältigung der Coronavirus-Pandemie-Krise beteiligen soll. Wir haben dann darüber gesprochen und ich glaube, Sie haben ganz interessante Thesen, was oder Antithesen, was die Stichworte Altersarmut, gesetzliche Rente und finanzieller Lebensstandard im Alter anbelangt. Können Sie vielleicht ganz kurz darstellen, worum es Ihnen geht, wenn Sie finanzielle Hilfe bei der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie-Krise von den Älteren einfordern? Das ist gar nicht so einfach, weil es direkt um ein technisches Detail der Rentenversicherung geht, die ohnehin nicht ganz einfach zu erklären ist. Wir haben im Jahr 2019, als es gar keine Corona-Thematik gab, eine doppelte Haltelinie neu verabredet. 48% Mindestrentenniveau bis 2025, Beitragssatz nicht höher als bis 20%. Zu der damaligen Zeit sind wir von ganz anderen wirtschaftlichen Rahmendaten ausgegangen als diejenigen, die wir heute vorfinden. Im Zuge dieser doppelten Haltelinie hat man einen sogenannten Nachholfaktor ausgesetzt. Der Nachholfaktor hat folgende Idee. Wenn Renten grundsätzlich der Lohnentwicklung folgen sollen, aber die Gehaltsentwicklung möglicherweise rechnerische Rentenkürzungen erfordern würde, dann müssten ja theoretisch eigentlich auch die Renten sinken. Davor schützt die gesetzliche Rentengarantie. Und nun macht der Nachholfaktor etwas ganz Einfaches. Wenn in der Zukunft wieder neue jährliche Anpassungen möglich sind der Renten, also Erhöhungen, dann werden diese Stück für Stück wieder verrechnet mit den ausgelassenen Kürzungen. Die Idee dahinter, langfristig soll die Rente garantiert sein, aber nicht durch das einmalige Aussetzen einer rechnerischen Kürzung, das Rentenniveau verbessern. Und diesen Nachholfaktor haben wir jetzt im Zuge der doppelten Haltelinie bis 2025 ausgesetzt. Und das führt dazu, dass im Zuge der Corona-Entwicklungen und den Folgejahren das Rentenniveau stärker steigt, als es mit Nachholfaktor der Fall wäre. Sodass langfristig das Rentenniveau höher als erwartet ausfallen wird, zwischen 1 bis 2 Prozentpunkten auf lange Sicht. Wir reden über die 30er, 40er Jahre. Aber das kostet Geld. Und hier ist die Frage, wo kommt es her? Das bezahlen die Beitragszahler. Die werden im Durchschnitt der nächsten Jahrzehnte wohlgemerkt 0,3 Prozentpunkte mehr zahlen müssen als mit einem Nachholfaktor. Das heißt also, diese Vorstellung, die wir mal 2019 hatten, wir schreiben ein Rentenversicherungsniveau bis 2025 unter günstigen wirtschaftlichen Entwicklungen fort oder fest. Die ist über den Haufen geworfen und wir halten trotzdem an den Regeln fest. Und das verschiebt Lasten einseitig zugunsten der Rentner, zulasten der heutigen und künftigen Beitragszahler. Das ist der Hintergrund für die Diskussion oder den Diskussionsaufschlag, ob wir nach Corona nicht darüber nachdenken müssen, doch wieder auch die Lasten, wie zuvor verabredet, gleichmäßig auf die Generation der Rentenzahlerbezieher und der Beitragszahler zu verteilen. Dr. Pimpertz, die Deutsche Rentenversicherung veröffentlicht Zahlen über die durchschnittlich ausgezahlten Renten. Und ich lasse jetzt mal Ost und West außen vor. Diese durchschnittliche Rente liegt bei Männern ungefähr bei 1.100 Euro plus minus und bei Frauen um die 700 Euro. Stand Ende 2019. Da kann man ja von diesen Rentnern und von diesen Rentenzahlungen doch guten Gewissens kaum noch irgendwas abzwacken. Das ist ja schon relativ wenig, was dort als gesetzliche Altersrente gezahlt wird. Und noch eine zweite Kurve, die ich jetzt nicht zeigen kann, weil sie optisch jetzt nicht gut rüberkommt, ist die ansteigende Armutsgefährdungsquote in Deutschland. Mit wenigen Unterbrechungen ist die seit 2006 kontinuierlich gestiegen und liegt heute bei 18%. Das heißt, 18% der Bevölkerung,
darunter eben auch viele Altersrentner, sind von Armut bedroht. Müssen wir nicht ganz grundsätzlich anders denken und das ganze System neu durchdenken und vom Kopf auf die Füße stellen und sagen, hier muss das gesamte Rentensystem neu aufgestellt werden? Es sind viele Punkte, auf die man hier jetzt eingehen kann. Das erste ist, die Zahlen, die Sie zitieren, basieren, so nach meiner Kenntnis, ich habe die Zahlen nicht alle parat, basieren auf der Betrachtung aller Renten, also auch der Hinterbliebenenversorgung, die in der Regel etwas niedriger ist. Wenn man nur die Altersrenten betrachtet, dann liegt das Niveau ein wenig höher. Dann reden wir so ungefähr im Durchschnitt um 1100 Euro. Das ist jetzt aber auch nichts, womit man Sprünge macht. Das Rentenversicherungssystem ist aber ein Versicherungssystem. Das, was hinten rauskommt, ist Reflex der durchschnittlichen Beitragszahlung über eine durchschnittliche Erwerbsbiografie der Vergangenheit. Das heißt also, nicht jeder Rentner hat nur 1000 Euro. Es gibt einerseits ein Gros der deutschen Rentner, die tatsächlich mehr haben, im Haushalt insbesondere, wenn zwei Erwerbstätige zusammenkommen. Es gibt aber, und das darf man nicht negieren, auf der anderen Seite auch Personen, die weniger haben. Das ist in der Tat ein Thema, wo man genauer hingucken muss. Und jetzt wird es noch mal ein bisschen weiter als nur die gesetzliche Rentenversicherung. Wir haben in der Diskussion immer noch das Bild vor Augen, dass die gesetzliche Rentenversicherung so etwas wie eine Lebensstandardsicherung macht. Davon sind wir aber seit zwei Jahrzehnten abgerückt. Allein die gesetzliche Rente ist nicht mehr in der Lage oder auch vom Gesetzgeber vorgesehen, eine vollständige Lebensstandardsicherung im Alter zu gewährleisten. Das ist so verabredet worden unter der rot-grünen Regierung Anfang der Nullerjahre. Und ist so die Perspektive, die wir eingezogen haben, weil wir gesehen haben, in der demografischen Entwicklung Deutschlands, der alternden Bevölkerung, haben wir einfach zwei verschiedene Perspektiven gegeneinander abzuwägen. Höhere Versorgung der älteren Bevölkerung führt zu höheren Finanzierungslasten, die sich dann aber auf immer weniger werdende Beitragszahler verteilen. Und hier muss man einen fairen Ausgleich finden zwischen den Generationen. Ja? Das ist der Hintergrund. Aber wir machen immer wieder den Fehler zu sagen, die Rentenversicherung alleine ist für die Absicherung im Haushalt ausschlaggebend. Wie gesagt, ich will Altersarmutsgefährdung an dieser Stelle in keinster Weise bagatellisieren. Aber dann muss man sich diese Statik der deutschen Alterssicherung genauer angucken. Es gibt eine zweite und dritte Säule. Das sind betriebliche und private Vorsorgen, die getroffen worden sind, die zu zusätzlichen Rentenzahlungen im Haushalt führen. Und es gibt die allgemeine Vermögensbildung. Wenn man das mal zusammenfasst, dann sieht das Bild schon wieder anders aus, weil wir dann erkennen, dass vielfach Menschen im Alter eben auch durchaus erkleckliche Zusatzeinkommen verfügen oder über Vermögensrücklagen. Also ein ganz einfaches Beispiel, das jeder nachvollziehen kann. Ich habe zum Beispiel im Zuge der betrieblichen Altersvorsorge eine Direktversicherung, eine Lebensversicherung abgeschlossen. Die führt zum Zeitpunkt der Verrentung zur Auszahlung eines Kapitals. Armutsgefährdung wird nur gemessen vor dem Hintergrund, was mir monatlich an Einkommen zufließt. Dieses Vorsorgekapital, was ich gebildet habe, wird gar nicht mit in Betracht gezogen. Deswegen ist die reale Wohlstandsposition vieler Rentnerhaushalte heute sehr viel günstiger. Nochmal. Es geht nicht darum zu bagatellisieren, dass es Menschen gibt, die genau solche zusätzlichen Einkünfte oder Vermögen nicht zur Verfügung stehen haben. Denen soll geholfen werden. Aber da ist die gesetzliche Rentenversicherung nun mal eigentlich nicht der Ort für, weil sie eben nicht den Haushaltskontext betrachtet, sondern nur betrachtet, was ich in der Vergangenheit eingezahlt habe und wonach sich meine heutige Rente berechnet. Erst die Grundsicherung schaut drauf, was noch an Einkommen im Haushalt vorhanden ist, welches Vermögen zugrunde liegt und ist dann der geeignete Ort, um zu sagen, ja, hier ist ein Fall, wo wir, sag ich mal, zu einer viel zu geringen Ausstattung kämen, was die materiellen Mittel angeht. Und dann würde ich eben immer auch argumentieren, dann muss man in der Grundsicherung ein anderes Sicherungsniveau im Alter fahren. Das haben wir aber bisher nicht getan. Das ist leider auch nicht gehört worden in der Debatte um die Einführung einer Grundrente.
Also Dr. Pimpertz, mir liegen hier die Zahlen vor. Glauben Sie mir mal, wenn ich die vortrage, also die Altersrente bei Männern im Westen beträgt im Durchschnitt 1169 Euro, bei Frauen 700, in den neuen Ländern bei den Männern 1264 Euro und bei den Frauen 1033 Euro. Das liegt, glaube ich, bei den Frauen daran, dass die in der früheren DDR viel stärker berufstätig waren als im alten Bundesgebiet. Wenn ich mich jetzt nur mal auf die Westfrauen kapriziere, 700 Euro, ich spreche mit Ihnen in Köln, vermute ich mal, von 700 Euro kann man in Köln, wenn man alleine steht, nicht gut leben. Richtig. Das gleiche gilt für München oder Berlin. Klar, wenn es sich um einen gemeinsamen Haushalt handelt, der Mann eine etwas höhere Rente hat und dann noch, wie Sie sagen, eine betriebliche Altersvorsorge vorhanden ist oder ein mietfreies Häuschen oder eine mietfreie Wohnung, in der man wohnt, und jetzt mal die Lebenshaltungskosten außen vor lässt, dann ist das natürlich nicht so schlecht. Aber in der Tat wohnen ja nicht alle in Köln. Weiß ich nicht, ich kenne mich jetzt in Köln nicht aus, aber ich nehme mal an, da gibt es einen Marienplatz. Also es wohnen nicht alle in Köln am Marienplatz, sondern es wohnen eben auch viele in Gegenden, die strukturschwach sind, infrastrukturell in den letzten Jahren vernachlässigt wohnen, in denen die Immobilienpreise heute nicht mehr so sind wie vor 5 oder 10 Jahren. Und damit eben auch die Frage, wie kann ich mein Häuschen da verkaufen, um meine Liquidität zu ergänzen, ein wenig schwierig ist. Insgesamt scheint mir doch aber relativ unstrittig zu sein, dass wir zwar ein reiches Land sind und auch insgesamt eine reiche Gesellschaft sind, aber dass es doch, wenn ich nochmal auf die Altersarmutsgefährdungsquote komme, es einen großen Teil an der Bevölkerung gibt, die nicht so gut gestellt sind, statistisch jedenfalls. Und deswegen ist nochmal meine Frage, müssen wir das Rentensystem nicht umbauen, also wegkommen vom Umlageverfahren hin zu einer stärkeren Kapitaldeckung? Müssten wir nicht stärkere Anreize schaffen für die betriebliche und private Altersvorsorge, damit die Menschen auch begreifen, die Lebenserwartung ist höher als noch vor 20, 30 Jahren. Ich muss mehr tun, um meinen Lebensstandard im Alter zu sichern, weil die gesetzliche Rente ist dafür eigentlich nicht das richtige Instrument. Da stellen Sie mir eigentlich zwei Fragen, die will ich auch getrennt voneinander beurteilen. Weil die Einführung, Stärkung oder wie auch anders geartete Gewichtung kapitalgedeckter Vorsorge hilft den Menschen heute nicht mehr, die im Alter auf eine niedrige Rente angewiesen sind. Also die erste Frage betrifft tatsächlich die Personen, die von Altersarmut bedroht sind oder tatsächlich in Altersarmut gefangen sind. Die stehen ja vor dem gravierenden Problem, dass sie mit zunehmendem Alter als hochbetagte Menschen an ihrer materiellen Situation nichts mehr ändern können. Nochmal, an der Stelle ist der richtige Weg, zumindest für mich aus der Vorstellung eines Ökonomen, tatsächlich dann zu schauen, ob wir bedürftigkeitsgeprüfte Systeme, Wohngeld, Grundsicherung so ausstatten, dass diesen Menschen dann gezielt geholfen werden kann. Denn es kann ja nicht sein, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der wir uns nicht anschauen, ob sich dort möglicherweise hinter der Zahl gesetzlicher Rente möglicherweise ein vermögender Mensch verbirgt. Dem wollen wir ja nicht aus Steuermitteln Hilfen zukommen lassen. Deswegen ist das eigentlich vom System her richtig gedacht. Ob die Höhen Wohngeld oder Grundsicherung hinreichend hoch sind, vermag ich als Ökonom nicht zu beurteilen. Das ist dezidiert Aufgabe des Souveräns, darüber zu entscheiden, ob man hier Menschen im Alter besser ausstattet, weil man die materielle Mindestausstattung für zu gering erachtet. Kann ich als Ökonom nicht beurteilen. Aus einer menschlichen Perspektive spricht viel dafür, dass man genau darüber diskutiert und daran schaut. Jetzt gucken wir aber nach vorne. Wie bauen wir das Rentenversicherungssystem in die Zukunft auf? Und das hat wieder zwei Dimensionen. Das eine ist die Umlage. Das andere ist das, was nebenher als Kapitaldeckung erfolgt. Wir haben vor 20 Jahren tatsächlich beschlossen in Deutschland, dass die gesetzliche Rentenversicherung nicht mehr ausreichen soll, wohlgemerkt soll, für eine Lebensstandardsicherung im Alter. Genau dafür haben wir betriebliche Altersvorsorge gestärkt, das Riester-System und die Rürup-Rente eingeführt. Und die wird ja auch durchaus bespart. Ist aber nicht die einzige Vorsorgeform fürs Alter. Ich kann nur hoffen, dass wir in der Zukunft die Menschen, die eben heute noch im Erwerbsleben sind, das ernst nehmen und auch
stärker noch sich selber im Aufbau eben eigenverantwortlicher Vorsorge engagieren. Das ist aber ein Appell. Die Frage, die Sie gestellt haben, ist, müssen wir eigentlich zusätzliche Anreize generieren? Das ist eigentlich eine interessante Frage, weil wir sowohl die Riester-Rente als auch in der betrieblichen Altersvorsorge sehr unterschiedliche Formen haben, in denen man sparen kann, mit sehr attraktiven, meines Erachtens nach, sehr attraktiven Fördermöglichkeiten, namentlich bei der Riester-Rente, was Geringverdiener angeht. Das heißt, ich bezweifle, dass das wirklich eine Frage der Anreize ist. Ich glaube auch nicht, dass unbedingt ein Obligatorium helfen würde, sondern hier ist wirklich eine ehrliche Debatte und eine deutliche Aufklärung vonnöten. Zurück für die gesetzliche Rentenversicherung werfe ich ein ganz anderes Thema auf. Wir hatten das im Vorgespräch schon angesprochen. Wir reden im Prinzip über die Alterssicherung der geburtenstarken Jahrgänge, für die ich hier stehe. Was erwarte ich als Sicherung aus der gesetzlichen Rente in 10 Jahren für die nächsten 20 Jahre? Da muss man als erstes feststellen, heute beziehen die Rentner rund 20 Jahre lang in ihre Rente im Durchschnitt. Meine Großeltern bezogen sie nur für 10 Jahre. Die erste Frage ist also, ist das unzumutbar, dass wir länger arbeiten und ist nur erlaubt, dass wir länger Rente beziehen? Ich für meinen Teil akzeptiere nicht nur eine Regelaltersgrenze von 67, sondern gehe davon aus, dass ich auch länger arbeiten muss. Bin sicherlich privilegiert insofern, als ich einen Beruf ausübe, der nicht dezidiert mit gesundheitlichen Belastungen und Gefährdungen einhergeht. Aber da blockieren wir in der gesellschaftlichen Debatte noch. Und das Zweite ist, ich bin gefordert, als Vertreter der geburtenstarken Jahrgänge ergänzend kapitalgedeckt vorzusorgen, weil nämlich alle Ansprüche, die ich im Alter erfüllt sehen möchte, nur erfüllt werden können durch meine eigenen Kinder oder die Kindergeneration, die wir hinterlassen haben. Und da haben wir eben in der Vergangenheit nicht für ausreichend Nachwuchs gesorgt und können jeden Anspruch im Umlageverfahren, also in der gesetzlichen Rentenversicherung, nur mit der nachfolgenden Generation aushandeln. Und da muss es wirklich eine sorgfältige Abwägung geben der Interessen beider Generationen, um nicht diejenigen, die meine Alterssicherung im gesetzlichen System künftig gewährleisten sollen, um die nicht zu überfordern oder gegebenenfalls sogar die Zustimmung zu einem solchen System gänzlich in unserer Gesellschaft infrage zu stellen. Stimme ich Ihnen vollkommen zu. Natürlich muss die Lebensarbeitszeit der gestiegenen Lebenserwartung angepasst werden und gegebenenfalls die Prävention, die gesundheitliche Prävention gestärkt werden, damit Sie und ich und andere länger gesund bleiben. Und ich glaube, es gibt auch sehr viele schon etwas Ältere, die gerne noch ein bisschen länger arbeiten würden. Wenn ich da vielleicht noch einen Satz zu ergänzen darf. Also wir haben uns damit ja auch in gutachterlichen Stellungnahmen und in eigenen Beiträgen befasst und solche Simulationsrechnungen angestellt. Was, glaube ich, vielen Menschen noch nicht wirklich deutlich ist, wenn wir länger arbeiten als Erwerbsgeneration, dann passiert zweierlei. Weil wir länger Beiträge einzahlen, können wir auch länger ein höheres Rentenniveau der aktuellen Rentengeneration erlauben. Und gleichzeitig überwiegt diese Beitragseinteilung so stark, dass auch die Beitragssätze nicht in dem Maße ansteigen müssen wie bei der bisher gültigen Altersgrenze. Das heißt also, es stabilisiert sowohl die umlagefinanzierte Rente, als auch, dass es uns Spielräume eröffnet, länger kapitalgedeckt vorzusorgen. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Das, was wir in der Zukunft verteilen wollen, müssen wir heute und in der Zukunft erarbeiten. Vielleicht ist die Zahl ja auch noch interessant, dass, glaube ich, 100 Milliarden aus dem Bundeshaushalt, 100 Milliarden Euro jährlich in die Rentensysteme hineinfließen, um die Rentenzahlung in der Höhe, wie wir sie jetzt kennen, überhaupt noch finanzieren zu können. Also das Umlageverfahren funktioniert ja heute schon nicht mehr. Also, die steuerfinanzierten Zuschüsse sind ja im Wesentlichen begründet dadurch, dass wir in der Rentenversicherung Aufgaben ausüben, die einen Charakter einer gesellschaftlichen Aufgabe haben. Rehabilitation, möglicherweise, das war früher der Lastenausgleich zu Lasten derjenigen, die aus Flüchtlingshintergründen und Ähnlichem von Kriegsfolgen betroffen waren,
Übergangslasten noch zum Teil aus der Angleichung des Rentenrechts Westost. All das sind Positionen, von denen man ja eigentlich argumentieren muss, dass wir sie aus einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang heraus beantworten. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob 100 Milliarden Euro richtig bemessen ist. Aber diese 100 Milliarden Euro finanzieren jetzt nicht Rentenansprüche, die eigentlich beitragsbezogen abgeleitet sind, sondern wir sprechen hier von versicherungsfremden Leistungen. Die Frage ist nur, ob wir künftig einen höheren Teil der Renten, die wir errechnen, aus Steuermitteln statt aus Beitragsmitteln finanzieren wollen. Also sprich, statt Versicherung eine Rente nach Kassenlage. Das ist allerdings ein gewagtes Spiel, weil man dann künftigen Bundesregierungen zumutet, darüber zu entscheiden, ob sie ihre Haushaltstitel im Bundeshaushalt, Umschichten und andere Aufgaben dafür vernachlässigen. Abschließendes Thema, Herr Pimpertz. Wir haben nach Beginn der jetzigen Legislaturperiode die Einsetzung einer Rentenkommission erlebt, die Reformvorschläge für das Rentensystem entwickeln sollte. Ich weiß nicht, ob Ihr Institut dort mitgearbeitet hat, aber die Ergebnisse sind veröffentlicht worden, relativ in bescheidenem Rahmen veröffentlicht worden. Und mir ist jedenfalls nicht bewusst, dass Vorschläge, die die Rentenkommission erarbeitet hat, auch praktisch jetzt in dieser Legislaturperiode umgesetzt wurden. Wie optimistisch sind Sie denn, dass jetzt in den nächsten 4 Jahren, der nächsten Legislaturperiode, wir richtige, fundamentale Schritte zur Sicherung des Rentensystems beschreiten werden? Also so wie sich das bis dato darlegt, kann ich aus dem, was an den Parteien bis dato kundgetan worden ist bezüglich der Wahlprogramme im Herbst, noch nicht herauslesen, dass wir wirklich eine fundamentale Neuorientierung haben. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob wir eine fundamentale Neuorientierung brauchen. Ich halte das System der gesetzlichen Rentenversicherung und die Statik der drei Säulen, die allesamt auf den bedürftigkeitsgeprüften Mindestsicherungssystemen ruhen, eigentlich für durchaus leistungsfähig. Das mag vielleicht daran deutlich werden, dass wir, wenn wir uns die tatsächliche Inanspruchnahme von Grundsicherungsleistungen anschauen, im Bevölkerungsdurchschnitt gut 9% der Menschen haben, die auf solche Leistungen angewiesen sind. In der Altersgruppe 65 und älter gut 3%. Aber bei den gesetzlichen Rentnern sind es weniger sogar. Es sind nur noch 2,7%. Das mag in der Zukunft ansteigen und wir sollten unsere Anstrengungen darauf konzentrieren, eben genau solche Fälle abzusichern. Und das würde ich aber nicht tun wollen, indem ich die Systematik grundsätzlich in Frage stelle, sondern meine Hilfen so treffsicher konstruiere, dass sie dorthin fließen, wo Menschen bedürftig sind. Bestes Beispiel ist die aktuelle Grundrente, die genau das nicht tut. Die Kriterien sind nicht so formuliert, dass ich meine knappen Mittel verwende auf die Menschen, die wirklich Hilfe bedürfen. Das ist einzig und allein der Tatsache geschuldet, dass wir keine Vermögensprüfung mehr haben, aber es sind auch Fragen, was die Berechnung einer solchen Grundrente angeht. Das heißt also, meine These wäre, statt ein funktionierendes System, das für den Grundsatz, also für die Mehrheit der Erwerbsbevölkerung eine Perspektive eröffnet, ergänzt um kapitalgedeckte Vorsorge, sollte man beibehalten und man sollte eine ehrliche Debatte über die Parameter halten, wo es wirklich auch Steuerungsmöglichkeiten gibt. Das Stichwort Regelaltersgrenze haben wir schon genannt. Und das andere habe ich genannt, wie können wir Hilfen konstruieren, dass Menschen, die bedürftig sind, in den Genuss von Hilfen kommen und insbesondere das so zu gestalten, dass das weniger schambehaftet ist, sodass wir die Menschen auch erreichen, die möglicherweise heute aus Scham den Gang zum Sozialamt, das ist jetzt eine Chiffre, bitte diese Formulierung, aber aus Scham die Beantragung von Hilfen unterlassen. Und das Herr Dr. Pimpertz, vielen Dank. Ich glaube, das hat nochmal sehr zur Aufklärung dessen beigetragen, was ein bisschen verkürzt in der Headline Ihrer Veröffentlichung vor einigen Wochen da auftauchte. Und ich denke, wir sind einig, wir müssen über das Rentensystem weiter nachdenken und das Thema demografischer Wandel in all seinen Implikationen stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen. Vielen Dank für das Gespräch heute. Gerne.